Na Warken für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein erster Satz geht heute auch erst einmal an unseren Kollegen Wolfgang Bosbach. Es ist mir eine besondere Freude, heute noch mal nach Ihnen sprechen zu können, auch wenn das bedeutet natürlich, dass dann alles Wesentliche schon ganz wunderbar treffend auf den Punkt gebracht wurde und gar nicht mehr so viel für mich übrig bleibt. Aber trotzdem auch von mir noch ein paar Dinge zum Gesetzentwurf. Die Diskussion ist ja nicht neu. Es werden immer mal wieder Vorschläge aus der Schublade gezogen. Und der vorgelegte Entwurf und die heutige Debatte zeigen ja, und das ist auch gut so, zeigen noch mal ganz klar, was wir eigentlich schon wissen. Die CDU-CSU hat schlichtweg eine andere Vorstellung von der Zukunft unseres Landes als die Initiatoren dieses Gesetzes. Für uns als Union geht es gerade nicht darum, durch schnellere Arbeitserlaubnisse oder schnellere Einbürgerungen den Migrationsdruck noch zu verstärken, sondern für uns geht es darum, Migration zu steuern, zu begrenzen und an den Interessen unseres Landes auszurichten. Und während wir hier Einwanderungsgesetze diskutieren, wächst in Teilen Europas eine ganze Generation ohne Perspektive heran. In Ländern wie Spanien, Italien oder Griechenland liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei weit über 30%. Und das kann und das darf nicht sein. Wir müssen das Potenzial unserer Jugendlichen ausschöpfen und gerade auch, wenn wir in den letzten Tagen lesen, dass der Zugang nach Deutschland zurückgeht. Denn dass die europäische Idee der Freizügigkeit grundsätzlich funktioniert, das wissen wir. Und das merkt man auch. Es ist Bewegung in der Bildung und im Arbeitsmarkt. Es zeigt nicht nur das europäische Wanderungssaldo, sondern auch im Alltag sind die innereuropäische Migration und der rege Austausch allgegenwärtig. Und längst trifft man nicht nur an ein paar deutschen Universitäten vereinzelte Erasmus-Studenten. Und europäische Richtlinien prägen ja auch die Einwanderung von Drittstaatsangehörigen mit. Gerade erst haben wir beispielsweise Änderungen zu Firmenentsendungen, zum Aufenthalt von Praktikanten, Forschern und Studenten und zur Saisonarbeit umgesetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn man das uns hier anders weismachen will, wir haben bereits sinnvolle und liberale Regelungen im Aufenthaltsgesetz. Das haben die Kollegen meiner Fraktion auch schon so dargelegt. Und einer der bestehenden Grundsätze ist, dass es für eine Einwanderung ein konkretes Jobangebot braucht. Und je nach Qualifizierung und Status bedarf es zudem einer Vorrangprüfung. Diese Prinzipien bestehen nicht zur Schikane, sondern sie bestehen zum Schutz unserer sozialen Gemeinschaft. Die Ansätze zur angebotsorientierten Einwanderung, die Sie jetzt hier vorschlagen, sind für uns schlichtweg nicht vertretbar. Nach Ihrer Idee soll derjenige, der genügend Kriterien erfüllt, ohne ein verbindliches Jobangebot ein einjähriges Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen, dies inklusive Familienmitzug und ohne, da muss man auch ehrlich sein und das Gesetz genau lesen, ohne dass der Lebensunterhalt in diesem ersten Jahr gesichert sein muss. Für diese Menschen und auch für Selbstständige mit guter Prognose soll dann bereits nach einem Jahr eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist keine kleine Liberalisierungsnuance, das ist nicht vertretbar. Und liebe Kollegen, es bleibt auch völlig unklar, warum das überhaupt alles nötig sein sollte. Denn wer hochqualifiziert ist oder aber in einem Mangelberuf ausgebildet ist und in Deutschland arbeiten möchte, der kann das auch nach den jetzt bestehenden Regelungen schon tun. Sie sagen, dass sich Dinge ändern müssen, dass Dinge besser werden müssen, aber Ihre Regelungen, die Sie vorschlagen, helfen nicht und es braucht sie auch nicht. Unser Land braucht Ihr Kriterienmodell nicht. Deutschland ist bei der Fachkräftezuwanderung sehr gut aufgestellt. Deutschland ist attraktiv für Qualifizierte. Tatsächlich wurden 2015 allein 85,5%, das hat der Kollege Mayer auch schon gesagt, aller EU-weit ausgegebenen blauen Karten von Deutschland ausgestellt. Und führend sind hierbei übrigens Bayern mit 21% und Baden-Württemberg mit 15,5%. Und machen wir uns doch nichts vor, jemand, der qualifiziert ist, der die deutsche Sprache nicht scheut, der wird auch kommen. Und zwar immer dann, wenn er ein attraktives Angebot hat für einen gut bezahlten Job und wenn die Region ihm eine mindestens so hohe Lebensqualität bietet wie das englischsprachige Ausland.
Und noch etwas. Ein Hochqualifizierter wird doch in Zeiten des Internets nicht zu irgendeiner einjährigen Suche mit Kind und Kegel anreisen, sondern dann direkt zur Arbeitsaufnahme, wenn er ein Jobangebot hat. Und das kann er auch nach unseren jetzigen Regelungen schon tun. Das Angebot muss ihn nur erreichen, sei es über Anlaufstellen der zentralen Auslandsvermittlungen oder ländereigene Programme. Daran, liebe Kollegen, müssen wir arbeiten. Was die Grünen hier fordern, liebe Kolleginnen und Kollegen, das wird für Deutschland und Europa nicht zur Verbesserung führen, sondern im schlechtesten Fall neue ungewollte Anreize setzen. Und im besten Fall wird es unnötig sein. Deshalb lehnen wir als Union diesen Entwurf ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Nina Walken. Und die